Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, so lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da, kommentiert das Video und nach dem Intro wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ciao. Na, dann würde ich sagen, lass uns den Spaß mal verbinden. Und dann sollte nämlich alles jetzt direkt anspringen. Wenn wir hier verbunden hätten, natürlich. So. Jetzt warten wir kurz, bis es ankommt. Gleich ist es soweit. Da kommt's. Ja. Jetzt sieht man schön, wie das gewaltig nach oben geht. Gut, ich kenne diese Videos, wie sie sich da duellieren, wie viel Megawatt deren Anlagen bringen und was da rauskommt mit, was weiß ich, zwischen 25.000 und 40 oder 50.000 Megawatt. Das sind natürlich ganz andere Dimensionen als bei mir jetzt. Aber über meine 2.500 freue ich mich jetzt auch. Ja, so ist es nicht. Weil damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Da ist wieder nach unten gegangen. Das liegt daran, dass halt die hinteren jetzt noch nicht ordentlich versorgt sind. Können ja ein bisschen nachhelfen. Da müssen wir irgendwo. Ach komm, gehen wir da schnell durch. Ich habe ja jede Menge. Nehmen wir mal hier ein paar Stacks mit, so. Wir haben es doch. So, machen wir hier direkt wieder zu. Mit der Zeit würden die sich zwar selbst füllen, ist klar, aber ich will das jetzt komplett am Laufen haben. Darum helfe ich hier nach. Das muss ich eh nur einmal machen. Ab dann versorgt sich das eh komplett selbst. Ja, die sind ja schon alle voll. Da staut es jetzt auch. Und habe sogar noch übrig.
So, jetzt laufen alle. 2879 Megawatt. Damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Und es wird aber in Zukunft noch wesentlich mehr. Ja, irgendwann gehen wir her, übertakten auch hier diese Quelle. Dann können wir diese Fabrikhalle erweitern. Dann können wir hier erweitern. Dann gibt es ja den verbesserten Brennstoff, der effizienter läuft. Das heißt, wir können dann noch mehr hier erweitern. Auf zwei Ebenen wird ein bisschen schwierig aufgrund der Höhe. Aber wir können ja noch ein bisschen in die Richtung und dann nach oben. Moment mal. Ist das der Stein, den ich beim letzten Mal nicht gefunden habe, wo ich sprengen wollte? Weil da war doch noch irgendwas. Ja, tatsächlich. Das ist mal wieder typisch. Wenn man danach sucht, findet man es nicht. Ja, sucht man nicht danach, dann taucht es hier einfach auf. So, Entdeckung. Bäm. Jetzt habe ich natürlich einen schwebenden Stein. Okay. Eine Mörser. Sprengen wir den auch noch weg. Sieht ein bisschen doof aus sonst. So. Nehmen wir sie mal mit. Was wir haben, das haben wir. Da hinten waren wir ja schon, soweit ich weiß. Wobei das ein bisschen komisch aussieht. War ich da hinten wirklich schon? Hier sind auf jeden Fall eine Menge Giftpflanzen. Das ist Kalkstein. Ja, ich glaube, ich war hier schon mal und bin aber bewusst nicht rein. So, dann wird es jetzt so langsam Zeit, diese Fabrikhallen auch in Betrieb zu nehmen. Jetzt haben wir ja genug Strom. Dann nutzen wir den natürlich auch. Ohne Angst zu haben, dass natürlich jetzt die Sicherung rausfliegt, weil wir eine Überspannung haben. Ach, was ein schönes Gefühl. Ja, das muss ich halt bei Gelegenheit mal ein bisschen umbauen. Speicherfreeze. Dann wollen wir mal jetzt das Lager füllen. So, jetzt sieht man natürlich direkt, dass der Verbrauch ordentlich in die Höhe steigt. Weil jetzt produzieren wir auch massenweise das Zeug. Also nach und nach springen jetzt die ganzen Maschinen an. Ist ja nicht alles gleichzeitig. Aber man sieht halt, vorher hatte ich ja 1079 Megawatt zur Verfügung. Da stoßen wir gerade ziemlich dran an. Und ich glaube, wir kommen jetzt auch darüber hinaus, weil gerade alles läuft. Ja, das wäre jetzt schon hart am Limit gewesen. Ja, wir kommen auf jeden Fall dahin, das weiß ich. Weil während ich offscreen hier rumgewurschtelt habe und eine Menge Zeug nachproduzieren lassen müssen habe, hatte ich ab und zu diese Momente, wo mir dann die Sicherung rausgeknallt ist. Ah, und hier sieht man jetzt gut, wie der Sprit hier so ein bisschen rauströppelt. Das ist wie gesagt das langsame Band, das ich mit Absicht installiert habe. Aber da ich jetzt in der Hauptbase nicht so viel von dem Sprit brauche, ja, um da mal kurz diesen Buggy zu befüllen oder so, reicht es dann völlig. Ja, reicht es völlig. Sobald wir dann diesen besseren Sprit können, leite ich dann alles, was wir an Sprit haben, über dieses Band
und lassen es dann in einer anderen Produktionshalle dann aufwerten zu dem besseren Sprit und führen es halt dann wieder hierher zurück. Lässt sich zwar nicht vermeiden, ist auch nicht unbedingt schön, wenn wir das einmal quer über die Map jagen, aber es funktioniert. Und wenn es funktioniert, warum dann nicht machen? Und so viel Umbau ist es ja nicht. Ich muss einfach nur den Sprit über diese Leitungen jagen, wo es jetzt auch schon hinläuft. Dann kurz in eine andere Produktionshalle leiten, da wird es dann aufgewertet. Ich bin mir aber jetzt gerade gar nicht sicher mit was. Aber das sehen wir dann, wenn wir soweit sind. Und leite ich zurück und gebe das genau als Input in die jetzige, zu den jetzigen Brennstoffgeneratoren rein. Also da müssen wir dann gar nichts umbauen an den Generatoren. Höchstens erweitern. Das muss ich aber dann noch berechnen, wie viel wir damit befeuern können. Sind auf jeden Fall mehr als vorher dann. So, das dauert jetzt allerdings eine halbe Ewigkeit, bis das Zeug hier ankommt. So. Und aus welchem Grund bin ich jetzt eigentlich zur Base gefahren? Weil warten, bis das Zeug hier ankommt, wäre ein bisschen doof. Weil, ja, es dauert eine Weile. Wir können ja mal reinschauen. Wir haben... Ah, genau, die brauchen auch Computer. Da muss ich auf jeden Fall offscreen dann auch wieder vorbereiten und einen Computer bauen. Genauso wie die verstärkten Rahmen, den Rest haben wir ja. Da kam jetzt nichts Neues dazu. Die Generatoren haben wir ja gerade gebaut. Ach genau, die neuen Förderbänder haben wir jetzt. Die schaffen 480 pro Minute. Das ist schon ein kleiner Unterschied von 270 auf 480. Da muss ich dann auch nach und nach umrüsten. Das wird auch ein Riesenakt, wenn man sich da diesen Kabelsalat hier anguckt. Ja, ich werde aber nicht alle umrüsten müssen. Es gibt ja welche, wo weniger als 270 Items generell drüber laufen. Und darum muss ich dann nicht upgraden. Aber was ich upgraden muss, das mache ich halt offscreen auf jeden Fall. Es kam noch neu hinzu. Jetzt auch nichts. Da sieht auch noch alles normal aus. Genau, neue Fahrzeuge gab es jetzt auch nicht durch die letzte Forschung. Hatten wir noch eine Analyse laufen? Nein. Wir haben nur Supercomputer und Festplatten. Was können wir hier denn noch machen? Gewehr. Okay, da haben wir alles bis auf die Nobelisken. Für die Nobelisken brauchen wir Schwarzpulver. Die haben wir noch nicht. Und die Signalisatoren. Die müssen wir auch noch alle produzieren lassen. Also es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung jetzt zuerst. Die müssen wir auch noch bauen. Die alternativen Computer. Jetzt wird es eigentlich langsam Zeit, das Ding hier zu erforschen. Das müssen wir natürlich auch machen. Ich wähle das jetzt einfach mal aus. Schauen aber hier nochmal rein. Ah, das Jetpack natürlich, aber... da haben wir noch keine Computer. Aber die haben ja alle Computer gebraucht hier. Ja, genau die Züge. So, was jetzt? Ja genau, den Draht hatte ich ja schon mal dabei. Dann machen wir das hier zumindest. Auf Plastik müssen wir kurz warten. Das kommt aber gleich an. Das haben wir ja jetzt. Und Quarzkristalle können wir uns ja eben holen. Die sind gesteckt auf. Müssen wir uns bei 50 Rest wieder rein. Passt.
Immer dieses drüber Gehübe. Kommt es eigentlich schon an jetzt oder nicht? Ja, da hinten bewegt sich was. Da kommt's. Es kommt. Ich habe es jetzt noch nicht vorher getestet. Ich hab, weiß zwar, dass es bis hierher ankommt. Hab's aber dann, ich glaube, hier irgendwo stoppen lassen. Und alles weitere, was ich dann gebaut habe, habe ich noch nicht getestet. Also diese Einfuhr ins Lager, weil es wurde ziemlich schwierig dann. Ich habe hier vorne auch ein bisschen umbauen müssen, weil es mit den Eingängen hier nicht mehr gepasst hat. Weil ich ja immer ein Eingang, diese Wand, dann die Wand mit den zwei Eingängen, ein Eingang, zwei Eingänge. Das ging irgendwann nicht mehr auf und dann habe ich zweimal hintereinander zwei Eingänge machen müssen. Und habe da halt ein bisschen umgebaut. Was jetzt aber nur die Wand betrifft und die Verbindung dahin. Aber als Ausgang habe ich das noch nicht umgerüstet. Das ist halt eine, ja. Muss ich dann beim nächsten Mal auch noch angehen. Offscreen. Das fließt auf jeden Fall hier ordentlich rein. Gummi müsste jetzt eigentlich auch hier reinfließen ohne Stopp. Gut, kommt in den Container an. Das fließt auch durch. Sehr schön. Aber jetzt müsste gleich dieses Getrüppel anfangen. Ja, war das Band so lang, wo da so vollgestopft war? Ah, da fängt das Getrüppel an. Okay. Schauen wir uns die Ausgänge kurz an. Sprit kommt an. Das kommt auch an. Perfekt. Dann holen wir uns den Plastik da unten direkt ab. Ja. Und dann können wir auch die alternativen Computer herstellen. So, die müssten... Wo habe ich ihn jetzt reingeleitet? Achso, da vorne. Hier müsste ich die... Nein, hier. So, 50 brauche ich da. Dann können wir das direkt erforschen. Nachdem wir da rausgehüpft sind irgendwie. Ja, die alternativen Computer, die muss ich ja jetzt erforschen, weil es geht sehr stark in die Richtung. Speicherfreeze. Geht einem auch irgendwie auf den Senkel, aber... Naja. Mein Lieblingsbutton. Bam! Alternative Computer. Abgeschlossen. Computer. Ah, hier. Brauche ich Platinen und die Quarzoszillatoren. Also im Vergleich zu diesem Rezept ist das hier wesentlich besser. Da müssen wir halt vorher nur die Platinen bauen. Dafür haben wir ja auch ein alternatives Rezept. Und die hier, da haben wir noch keines. Da brauchen wir auf jeden Fall eine größere Fabrik. Es geht wahrscheinlich dann in die Richtung, dass unser erster großer sein wird. Eventuell müssen wir mal schauen. So, was können wir jetzt noch forschen? Das können wir noch nicht. Das können wir noch nicht. Das haben wir. Das haben wir jetzt. Und ein Turbodraht. Ah, dann ja, stimmt ja, dann haben wir den Alternativen. Gut, dann holen wir das Material eben. Muss ich aber mal schauen, wie viel Turbodraht brauche ich denn? Wie viel Bachen für den Turbodraht? Also das Alternative kann ich ja nicht nutzen.
10, 20, 25 Barren, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Die klauen wir uns so direkt vom Band. Oh Gott. Das ist noch das langsame Band. Es war ja zu unserer Anfangszeit anscheinend. Also ich glaube, da muss ich ein bisschen umrüsten. Oh Gott, es tröppelt gerade so nur rein hier. Was wollte ich? Achso, Rohquarz. Das sind die Quarzkristalle und den Rohquarz habe ich wo? Hier. Da brauche ich 100. Ist ja genau eine Stackgröße. Den Gummi, den habe ich hier. Okay, dann können wir das auch erforschen. Müssen halt nur schnell den Turbodraht herstellen. Und dann läuft es auch. Hundert. So. Das, das und das. Mein Lieblingsbutton. Bam. So, schauen wir uns das Rezept mal kurz an. Hier genau. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Gummi, aber das haben wir ja. Quarzkristalle brauchen wir nach wie vor. Wesentlich mehr, aber die haben wir ja auch. Und die Calibre-Grenze, da brauchen wir Platinen. Die müssen wir auch noch herstellen. Okay, das wird auch wieder so ein größerer Akt. Dann bekommen wir mit einer Maschine 2,812 pro Minute raus. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt, ne? Ja, da muss ich mal nachrechnen, wie viele Hallen wir bauen. Also, es wird eine Halle natürlich, aber wie viele Maschinen wir bauen. Was für einen Input wir brauchen, muss ich alles noch ausrechnen. Ja. Für die nächste Folge überlege ich mir auf jeden Fall, was wir dann angehen. Wir haben ja noch genug Optionen zur Verfügung. Die Forschung, obwohl, was können wir als nächstes eigentlich forschen? Das können wir ja hier noch auswählen. Das nicht. Das auch nicht. Da brauchen wir noch zwei. Die Radartürme wären natürlich auch nicht verkehrt, ne? Aber Jetpack wäre also geil, aber da brauchen wir auch noch diese Komponenten. Ja, das wird aufwendig, da müssen wir dann auch noch die Schrauben vorher wieder herstellen. Aber die Computer selbst können wir dann in einer kleineren Halle fertigen. Das Ursprungsrezept braucht ja diese großen Manufakturen. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Und das Alternative benötigt ja nur dieses mittlere Ding. Optimal. Gasmaske wäre zwar auch wichtig, aber dann lieber erst das Jetpack. Und die Monorails, Ziehzüge, ja, die haben ein bisschen Zeit. Vor allem, da brauchen wir auch Unmengen von dem Zeug. Die müssen wir aber erstmal herstellen. Das ja, wird dann erstmal noch nix. Und jetzt schaue ich aber gerade noch mal, was brauchen wir denn eigentlich für den Lift, um die nächsten Stufen freizuschalten? Oder haben wir das schon gemacht? Ne, haben wir nicht. Da brauchen wir ja auch die verstärkten Rahmen, glaube ich, ne? Okay. Bis wir den voll haben, dauert es auf jeden Fall noch eine Weile. Aber da wissen wir auf jeden Fall, was wir angehen müssen, was wir bauen. Ich habe jetzt eigentlich vergessen, was dann da schon wieder Neues dazu kommt. Also die Atomkraft auf jeden Fall, ja. Aber den Rest habe ich vergessen. Da lasse ich mich sogar selbst jetzt überraschen. Seht ihr mal. Gut,
Das war's auf jeden Fall für die Folge und für diese Aufnahmesession. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.